Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück zu Total War Warhammer 2 mit Alariel auf sehr schwer. Wir spielen immer noch die Malstrom-Kampagne und beobachten, wie er gerade im Lothorn Dinge tut. Ja, das können wir ein bisschen beschleunigen. Unser großes Problem ist, dass die Echsen hier unten angelandet sind. Das nervt mich ein bisschen. Ich habe auch ein paar gute Tipps bekommen. Phönixgarde soll ich dagegen die einsetzen. Ja, ich weiß, dass Phönixgarde gegen die eigentlich ganz, ganz praktisch ist. Aber ich habe bis jetzt keine Phönixgarde gebaut, weil es immer wieder geheißen hat, bau doch nicht immer Phönixgarde, bau doch lieber Schwertmeister. Ja, jetzt haben wir gemerkt, dass Schwertmeister gegen die relativ wenig machen können. Leider, leider, leider. So, wichtig ist eigentlich viel mehr der Seuchenclan. Der ist sehr viel wichtiger, dass wir den irgendwie in den Griff bekommen. Wir müssen halt echt beobachten, wann der wo was wie tut. Und dann müssen wir mit unseren Truppen dorthin, also wenn der halt sein letztes Ritual startet, und das zu unterbrechen. Das dürfte aber alles gar nicht mehr so lang hin sein, was das große Problem darstellt. So, da wird eine Garnison angegriffen. Mit Erfolg. Von irgendeinem Druki. Eine Siedlung wird belagert. Von irgendeiner Rebellenarmee. Irgendwie glaube ich nicht, dass sie es drauf hat. Auch die werden jetzt hier belagert von denen hier. Okay. Okay, Nagarüte plündert. Ritus läuft ab. Anrufung des Asurian. Anrufung von Lilith. Alles abgelaufen. So. Nagaronte. Kann ausgebaut werden. Und das möchte ich auch machen. Wir nutzen jetzt hier unsere Geldmittel. Und jetzt kommt das, was wir die ganze Zeit machen wollten. Ja, den besetzten schwarzen Turm von Malekyt. Einkommen aus allen Gebäuden. Plus 50%. Das lohnt sich. Hier kann ich auch Phönixgarde dann bauen. So, dann bauen wir das hier noch aus. Das hier noch hin. Und ich organisiere mir jetzt auch diese Stadt hier. Dann haben die Dunkelelfen ja gar nichts mehr zu melden. Ja, eins. Überraschend viel Schaden genommen eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, ne? Einfach besetzen. Provinz gesichert. Was will ich denn mit dem Scheiß? Weg mit. Das ist garantiert Skavenland hier. Aber sowas von. Malekyt tänzelt hier oben rum. Ich bin fasziniert, dass der hier unterwegs ist. Ashrak eigentlich inzwischen eine Mauer? Ja, aber was macht denn der da oben? Das irritiert mich, muss ich ehrlich sagen. Ja, wisst ihr was? Ich mach mal die Schwertmeister hier weg. Phönixgarde habt ihr also gesagt, ne? Ihr wollt also Phönixgarde. Dann machen wir Phönixgarde. Hab ich auch keinen Stress mit. Ist, für, was das hier angeht, sowieso dasselbe. Ist halt dummerweise ein Meister der Miliz, der Typ. Scheiß drauf. So, kann ich da noch irgendwas tun? Achso, ich kann die besondere Phönixgarde gleich noch mitnehmen. Ja, da sage ich nicht nein. Ansonsten kann ich hier nichts tun. Defender of the Asir. Die müssen noch Truppen ausheben. Die bekommt ihren Riesenadler. Drachen sind halt schon wichtig, ne? Gegen Echsen. Torsetai. Gehört den immer noch. Ich hätte es halt extrem gerne. Aber man kann nicht alles haben. So, wie... Ich habe keine Ahnung, wie schnell der dran ist, aber er ist verdammt nah dran. Das gefällt mir alles gar nicht. Wie schaut's hier aus? Hier wird er immer noch gedingenst. Da gehen wir jetzt mal dagegen vor. Ich bin gegen diese Plünderei hier. Und sollen sie sich uns anschließen? So, Rebellion beendet.
gibt einiges an Level-Ups hier. Das haben wir alles hier schon gemacht. Hier habe ich ja Dienste des Azurian. Nee, Blödsinn. Wo war das nochmal? Isha. Speerträger und Bogen oder Matlan. Seegarde von Lothar. Was ist da nochmal ganz viel drin? Seegarde ist da drin. Da muss natürlich dann Matlan rein. Das bringt uns Führerschaft, Unterhaltreduktion, Einkommen von Häfen. Oh, das ist cool. Und Nahkampfabwehr. Das nehmen wir. Er ist auf jeden Fall schon unsterblich, trainiert die Typen sehr, sehr geschickt. Das Miasmata. Oh Gott. Keine Ahnung, der Zauber halt. Ich krieg den Namen gerade eben nicht ausgesprochen, ey. Was ist denn los mit mir? Na gut, meine Zunge ist mal wieder total beppig wahrscheinlich, weil ich jetzt gerade eben 6 Stunden lang Total War Arena gestreamt habe. Das ist direkt so nach dem Stream. Und danach war noch Tante Günner dabei und wir haben auch noch ein bisschen gespielt, eine Dreiviertelstunde, haben auch noch gequatscht. Also meine Zunge ist total klebrig gerade eben. Nicht wundern, wenn ich gerade eben Dinge nicht so aussprechen kann, wie ich es gerne würde. Okay. Kann ich noch mit irgendjemandem einen... Nee, es gibt ja auch nicht mehr so viele Fraktionen, sind wir mal ehrlich. Es sind so viele nicht mehr da. Lothar hat ganz schön Federn gelassen. Habe ich so den Eindruck. Gucken wir mal, die sind jetzt hier. Kämpfen immer noch gegen Lybaras. Den sinnlosesten Kampf, den man sich vorstellen kann. Eigentlich sollten die versuchen, gegen die blöden Skaven vorzugehen. Das wäre mal eine intelligente Aktion. Nagarond. Was tut der? Der greift jetzt irgendwas an. Sonst würde es nicht da hochfliegen. Ja, der greift jetzt hier an. Ich bin äußerst fasziniert. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber eigentlich müsste ich den zusammenballern. Eigentlich, also wie gesagt, ich habe immer noch mega krassen Beschussvorteil. Er hat zwar einige von seinen Echsenrittern hier, aber eigentlich müsste ich das hinkriegen. Mal gucken. Ich werde auf jeden Fall mal die Bäume vorne hinstellen, logischerweise. Dann werde ich die Schwertmeister da als zusätzlichen Schutz benutzen. Kann man da hin? Da kann man nicht hin. Breit kann ich sie denn aufstellen? So breit, okay. Dann packe ich die Bognerinnen direkt dahinter. Die bekommen die Nummer 2, die Bäumchen bekommen die Nummer 1. So, Feuer frei. Die Schwertmeister decken ihren Rücken. Also Nummer 3. Der Drache schwebt hier. Er schwebt hier. Sie schwebt hier. Wir können es sogar noch ein bisschen krasser gestalten. So. Das müsste eigentlich jetzt funktionieren. Stell die sogar noch ein bisschen anders hin. Da kommt das Malekith. Mit denen müsste ich ja eigentlich... Warte mal, wo war das hier? Irgendwas ist gegen Flieger gut. Das hier war, glaube ich, gegen den ziemlich gut. Ich probier's mal. Zack.
schon mal an. Dann den Wirbelsturm hier mal. Lol. Kann gerade nicht zaubern. Ich weiß nicht warum, aber mir ist es gerade nicht gestattet zu zaubern. Ich habe irgendwas gemacht, dass ich nicht zaubern kann. Nur das geht. Oh, da kämpft der Drache da oben. Jetzt kämpfen wir mal Malekith aus der Luft da raus. Holy shit. Ah, sind die in Raserei? Sind die bescheuert? Die gehen in den Nahkampf, ey, das ist total doof. Da kommt jetzt von hinten der Drache, der kassiert gerade eben ganz ordentlich. Hier brechen Formationen zusammen. Der hat wieder diese Scheiße angemacht, mit der er alles bei mir auf Cooldown setzt. Total mega nervig ist. Der Drache ist tot. So. Sie ist wieder hier. Hat überhaupt keine Magie gerade eben, was total doof ist. Da kommen jetzt die ganzen Echsen an. Das darf nicht wahr sein, ey. Der wird jetzt auch fallen, ey. Oh, das darf doch wohl nicht wahr sein. Gar nicht. Jetzt muss sie sich selbst um ihn kümmern. Eagle Claw. Orders received. Moving out. Eagle Claw. Withdrawing. Er ist wieder da. Kann sich wieder um ihn kümmern. Loyal. Ich muss jetzt mal echt auf den drauf schießen da oben. Das macht so keinen Sinn mehr. Vielleicht kriege ich ihn so down. Da hatte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr vom Beschuss erhofft. Tötet ihn da oben. Wichtiger als alles andere. Den Malekith abschießen. Na. Stirbst du? Der hat schon wieder meine Cooldowns zurückgesetzt. So, geschafft. Der ist erledigt. Sehr gut. Oh, scheiße. Jetzt muss ich hier diese blöden Echsenritter wegballern. Jetzt habe ich nämlich gar keine Chance, ey. Jetzt schießt ihr auf die da. Ich brauche ihn wieder. Einfach nur in der Nähe halten. Oh,
awaiting orders. So, er kann jetzt von oben noch runterbomben. Werf halt mal diese Scheißbombe, er hat er noch gar nicht gemacht. Ja, mach's doch endlich, ey. Er tut's einfach nicht. Duty calls. Asso, withdraw. Er tut es einfach nicht. Finde so krass. Seht ihr, was ich meine? Er tut's nicht. Jetzt vielleicht? Ich weiß nicht, was hier so hart rumbackt, aber es backt einfach nur hart rum. So, die Schwertmeister haben sich gesammelt. Jetzt gehen wir hier denen hier mal noch die Flanke. Keine Ahnung, das ist ein repetitiver Speerschuss. Boah, das war extrem hart hier, dieser Kampf. Komm, Angriff. Jetzt hat der auch die Schnauze voll, der Trupp hier. Tötet sie einfach, schießt sie tot. Noble Lord! On me! Wielder of the winds! Kill them! Hab ich noch ein paar Schwertmeister, die schieße ich da noch mit rein. Was für ein Gemetzel schon wieder. Duty calls! Und da sind zum Echsenstreitwagen, die stehen einfach nur rum, die schießen. Oh, wir haben wieder eine Speerschleuder, die schießt. Was für eine glückliche Fügung des Schicksals. Eagle Claw. Ich weiß nicht mal mehr, wo meine Eagle Claws rumstehen. Keinen Plan. Nicht zaubern. Ich weiß auch nicht warum. Wirft er jetzt endlich mal den Scheiß in den Rücken? Scheinbar nicht. Oh, da will der Echsenschreitwagen kommen, aber jetzt hat er sich dann doch anders überlegt. Die gegnerische Armee ist jetzt zerstört. Perfekt. Boah, wobei perfekt, wir sind meilenweit von perfekt. Das war gerade eben eigentlich eher sogar noch richtig böse übers Knie gebrochen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also eine Meisterleistung war das ja nicht. Schießt, kommt. Die können auch noch was vertragen hier, diese komischen Henker. Boah, Wahnsinn, ey. Was soll denn das hier tun? Großer Explosionsbereich, großer Wirkung, stark gegen mehrere Einheiten. Ja, wenn er es mal tun würde. Keine Ahnung, warum er es nicht tut. Er tut es einfach nicht. Reicht. Pyrrhus siegt, das stimmt schon. Aber wenn man bedenkt, wie viel der eingesetzt hat an Männern, ne? Aber auch die Schwertmeister haben eigentlich ziemlich gut aufgeräumt. Aber wir haben auch wieder eine ganze Schwertmeister-Einheit verloren. Ich befürchte, wir haben sogar richtig viel verloren. 1, 2, 3, 4 Einheiten. Ach, Mann. Unnötiger Schmerz an dieser Stelle mal wieder. Na gut. Also ich kann es ja immer wieder nur sagen, da viele Leute sagen ja quasi, dass es auf Ultuan irgendwie No-Brainer wäre zu gewinnen. Das gilt nur dann, wenn ihr nicht auf sehr schwer spielt. Auf sehr schwer können die nämlich die ganzen anderen Elfen nicht so ohne weiteres in eine Konföderation bringen. Ihr habt ja gesehen, wie schwer das ist. Und ihr werdet permanent auf Ultuan angegriffen. Da ist tatsächlich Teclis sehr viel leichter zu spielen. Sehr viel leichter, weil er da unten... Ja, seine Ruhe. Der kann nur von oben oder von rechts Gegner bekommen. Von links und von unten kann nichts kommen. Das ist das Coole an Teclis, seiner Position.
Piratin von Trantium. Hat uns der Spieler jetzt belagert oder was? Kann ja eigentlich gar nicht sein. Eiertanz. Ja, aber ich brauche jetzt Einfluss. Ist mir scheißegal, ob ich jetzt die weniger Handelseinkommen mache. Ich brauche die Punkte. Er hat einen Level-Up, bekommt jetzt das Klingenschild oder tödlicher Ansturm. Nee, erstmal das hier. Ach so, nee, das ist der Dingens. Ah. This will fail. No. Boah, ich sollte diese Armee eigentlich vernichten. Ja, und wie sie wegrennt. Feige, wie sie ist. By light. Asa, attack. This world needs us. So, keine Dunkelelfen hier mehr. You forfeit your freedom. Hallo? Alariel the Ever Queen. Ich find's gut, wenn ihr wieder da seid. Und auch bitte wieder da reingeht. Further onward. Ever Queen of Althwan. So, Lele. Meine Fresse, ey. Was soll ich denn jetzt hier noch machen? Das hier baue ich aus, dann bekomme ich ja auch noch Phönixgardisten. Das ist eigentlich ziemlich gut. Und ich kann gerade eben sonst nicht viel tun. Velisan hier hat das hier verteidigt. Dann haben wir noch Zenoria. Die hat jetzt auch eine volle Armee. Ich drücke mit der jetzt mal Richtung... Aber auch mit der Baummenschen. Ich hoffe, dass die Baummenschen irgendwie gut sind gegen diese Saurüssel. Ich weiß es aber nicht. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass halt der Hauptgeneral weg ist. Ne? Und hier sind wir immer noch am Rekrutieren. Defender of the Phoenix Throne. Mhm. Eine zweite Repetierspeerschleuder ist ein Fehler. Irgendwas, was noch zwei Runden dauert. Nee. Muss ich auf das hier warten. Eine Runde halt, was soll's. Runde beenden. Also wenn ich hier den Walls Amboss bekomme, dann habe ich auf jeden Fall schon mal einen guten Vorteil. Aber der bringt mir alles nichts, wenn die blöden Skaven ihre Mission durchbringen. Boah, Lothan frisst so dermaßen Schaden gerade eben. Ich weiß nicht, woran die da gerade scheitern. Das ist immer noch hier die Dunkelelfenaktion. Die scheitert auf jeden Fall derzeit. Die trolle ich einfach aus Prinzip, die Dunkelelfen. Was machen die letzten Verteidiger? Die sind so viel stärker als ich. Ich finde es total doof, dass die mir den Krieg erklärt haben. Eigentlich nur wegen dem blöden Mahlstrom-Scheiß, ne? Oh! Das war der Hit, der sie gerade eben hier komplett runtergehauen habt. Jetzt haben die Dunkelelfen wieder nichts mehr. Wahrscheinlich haben sie irgendwo nochmal anders eine Armee gerade eben eingebüßt. Die sind zu nichts mehr gut. Solchen Clan. Der ist jetzt besonders spannend. Ich habe geklickt, aber nichts passiert. Hallo. Ich will wissen, was der Seuchenclan tut. Ja, die kommen jetzt auch die ganze Zeit hierher. Das hier dürfte von Hex Wattle sein. Boah, ey, wenn die halt an der falschen Stelle ihre drei, wie heißt's, Ritualstätten haben, dann machen wir halt gar nichts dagegen, ne? Tyrannengipfel. Das ist wahrscheinlich der Name im Programm. Boah, ey, also die haben sich mega ausgebreitet, aber das ist jetzt wirklich Skaven-like, ne? So stellt man sich die Skaven vor, Freunde. Einfach so als diese globale Bedrohung aus der Hölle. Ja gut, wir beschleunigen das Ganze. Go, go. So viel mussten wir uns ja nur unsicher anschauen.
gegnerisches Ritual. Letzten Verteidiger haben es hier begonnen, aber das ist nur da. Oder? Ja. Das ist mir egal. Da sind wir schon längst dran vorbei. Schwarze Flut steht wieder meine Rebellion bevor. Aha. Das heißt, ich verliere dann hier meine Stadtmauern. Uncool. Na, fuck. Wo kann ich nochmal hier die Dingens bauen? Hier kann ich die bauen, ne? Ja. Isha's chosen. Ja, ja, step too far. Ich gehe jetzt da hin und mindestens belagere ich euch, wenn ich sogar das fertig. Ja, da sind wieder Schwertmeister draufgegangen. Aber das hat sich trotzdem gelohnt, Leute. Der Trupp ist erledigt. Wir gehen rein. Gehört uns. Abenteurer hat viele Schlachten weit von der Hauptstadt entfernt. Jawohl! Plus 10% Bewegungsreichweite. Das ist cool. So, haben wir auf jeden Fall den Gegner einfach mal hier weggeholzt. Und jetzt haben wir nur so ein... Ja, wie soll ich das nennen? So ein Außenposten hier, ne? Stahlfrost. Ach, die Bäreninsel. Was? Bäreninsel? Wo ist denn die nochmal? Wo ist die Bäreninsel? Wo ist die Bäreninsel? Darf ich die mal sehen? Ach, da hinten. Oh Gott, da war ich ja, glaube ich, noch nie. Bin mir nicht sicher. Alariel the Radiant. Ja, bevor ich jetzt gar keine Einheiten habe, nehme ich die hier natürlich. Die kann man ja immer noch nachher wieder quasi aussortieren. Und hier... Tja, meine lieben Freunde, die Schlacht machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und Ade.